Moin Leute und herzlich willkommen hier bei The Cooker an einem Sonntag. Das heißt, wir machen wieder was im Photoshop. Und heute habe ich mir überlegt, dass wir einmal solche Leuchtlinien erstellen und wir an dem Beispiel hier mit dem Zauberstab sie auch hinzufügen. Und wie man das macht, das seht ihr wie immer nach dem Intro, also bleibt dran. So, herzlich willkommen hier wieder zurück. Ich habe Photoshop schon mal geöffnet. Ihr könnt sehen, hier ist unser fertiges Werk, das wir jetzt anstreben. Und ich erstelle einfach mal eine neue Datei. Datei neu. Wie gewohnt bei mir HD-Ready-Abmaßungen so groß. Was ihr jetzt als erstes braucht, ist natürlich so ein Objekt, um das ihr die Linien erstellt. Ihr könnt die Linien zwar auch so erstellen, also einfach so im Raum, aber ja, ich würde euch eben zeigen, wie man es schafft, dass es einigermaßen realistisch aussieht, als würden die in so kreisförmigen Bahnen um irgendwas wie diesen Stab hier herumschwirren. Also würde ich euch empfehlen, irgendeine PNG-Datei oder sowas, also ohne Hintergrund, etwas zu suchen, das aussieht wie das hier. Ich blende mir jetzt einfach diese Linien mal aus und habe jetzt hier einfach den Stab mit dem Hintergrund. Und als allererstes müssen wir jetzt eine neue Ebene über unser gewünschtes Objekt, über das wir eben diese Linien hier machen wollen, erstellen. Das wäre jetzt hier eben die Linienebene. Wir können die auch so nennen. Einmal. Und wir brauchen jetzt das Pinselwerkzeug. Wir werden das nicht mit dem Pinselwerkzeug machen, aber wir brauchen es, um schon mal Einstellungen und Voreinstellungen zu treffen. Dafür geht ihr einmal hier einmal Pinselwerkzeug drauf, es könnte auch verdeckt sein durch diese hier, deshalb lange draufklicken und einmal Pinsel auswählen. Dann geht ihr hier oben hin und wählt bitte die Größe von 7 Pixel und die Härte von 100% aus. Das ist, finde ich, ein ganz guter Effekt, der dabei rauskommt. Modus bitte normal und die Deckkraft hier bei 100%. Dann brauchen wir als Vordergrundfarbe weiß. Macht einfach beide Farben, einfach weiß, Vorder- und Hintergrundfarbe, indem ihr einmal draufklickt und ja, eben weiß hinklickt. Dann brauchen wir jetzt das Pinselfenster. Das erhaltet ihr unter Fenster und dann seht ihr hier unten bei F5 Pinsel. Das dürfte so bei euch aussehen. Ihr seht, wir haben noch nichts gemacht. Wir stellen erstmal unsere Linien jetzt ein und das machen wir, indem wir, hier habe ich nämlich schon alles fertig eingestellt, so müsste es bei euch aussehen. Einmal auf Formeigenschaften müsst ihr gehen, dann auf Streuung, wählt da bitte Zeichenstiftdruck aus und ja, ihr könnt diese Werte hier übernehmen, 0%, Mindestdurchmesser 1%, sonst verschwindet die Linie vielleicht mal, 0%, 0% und sonst hier alles aus. So passt das uns schon einmal. Wir fügen noch eine Glättung ein. Da könnt ihr eigentlich nur einmal draufklicken, dann habt ihr das auch schon wieder. Und jetzt kommt es zum interessanten Teil. Wir suchen uns dafür einmal näher und wählen dafür das Zeichenstiftwerkzeug aus. Das findet ihr hier, sieht aus wie ein Füllfederhalter. Ganz normale Zeichenstiftwerkzeug. Wählt ihr aus, dann sieht das Ganze so aus. Sehr, sehr wichtig bei der ganzen Sache ist jetzt, dass ihr hier oben Pfad und nicht Form oder Pixel angekreuzt habt. Einfach lange drauf und Pfad auswählen, sonst funktioniert nämlich gar nichts. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, das funktioniert einfach nicht. Dann geht ihr hier einmal her, geht hier so hin und klickt einmal hierher, einmal so rüber. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu weit, Rücklauftaste löscht die wieder alles. Wir zoomen uns dahin und wollen jetzt einen realistischen Pfad hier um diesen Stab machen. Das kann so aussehen. Ich gehe da ruhig mal ein bisschen weiter auch hin, dass das nicht immer so monoton dum, 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 dum ist. So ruhig mal ein bisschen weiter ausholen. Jetzt können wir das Ganze wieder ein bisschen enger fassen. Also ihr seht, bei Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Hier will ich jetzt mal wieder sowas. Und so zum Beispiel. Und gehe dann hier wieder so rüber und wähle dann irgendwie so ein Ende.
könnt ihr die Form wählen, wie ihr es denn wollt. Das ist nicht die Form, die ich euch vorhin gezeigt habe. Also ich zeige jetzt nur, wie es gehen könnte, ob das jetzt so schön ist. Darüber kann man sich streiten. Dann müsst ihr einmal hier draufklicken mit rechts und wählt Pfadkontur füllen aus. Dann wird euch nämlich hier angezeigt, der Pinsel, den ihr schon zuvor erstellt habt, könnt ihr nun auswählen. Ihr sollt Druck simulieren machen und klickt einfach einmal OK. Dann ist jetzt hier die Farbe, weil Vordergrundfarbe weiß ist, einmal hier so erstellt worden. Hier ist eure Linie, die wir vorhin erstellt haben. Und nun hätten wir quasi schon eine leuchtende Linie erstellt, so wie es gehört. Dann gehen wir auf den weißen Pfeil hier, machen hier wieder einen Rechtsklick und gehen auf Pfad löschen. Dann haben wir nämlich nur noch unsere Linie hier so, wie sie jetzt da ist. Wenn bei euch das ein bisschen ein Problem gibt mit dem Zeichenstiftwerkzeug, kann sein, ich habe schon 10-mal versucht jetzt hintereinander wieder, da sieht die Linie auch ein bisschen anders aus, hat vorhin nicht so ganz funktioniert, dann macht sie nochmal neu. Manchmal hat Photoshop ein bisschen eine Macke, dass das Zeichenstiftwerkzeug dann nicht diesen Pfad durch Pfadkontur füllen, diesen Effekt kann es manchmal nicht irgendwie nehmen. Ich weiß auch nicht, ob es nur bei meinem Photoshop so liegt, aber falls ihr daran verzweifelt, gebt nicht auf, versucht es einfach noch einmal. Dann machen wir einen Doppelklick hier auf die Linie, also sprich auf die Ebene der Linie, um das Ebenenstielfenster zu aktivieren. Denn da können wir jetzt spezifische Eigenschaften auswählen. Geht bitte auf Vorschau, oder ne, müsst auch nicht auf Vorschau gehen, wenn ihr nicht wollt, aber es ist immer ganz praktisch, wenn man sieht, was man denn da gerade macht, besonders bei solchen Aufgaben. Es kann ja immer wieder sich verschieden anpassen und so. Ihr geht auf jeden Fall mal auf Schein nach außen, das findet ihr hier unten. Und dort nehme ich jetzt die Füllmethode negativen Multiplizieren bei 100%. Okay, dann leuchtet es ja so richtig gut. Das haben wir auch schon mal bei dem Laserschwert, wo ich gemacht habe, genau so gemacht. Dann wählen wir hier die gewünschte Farbe aus. Bei mir ist es jetzt so ein Gelb bis Weiß. Ihr seht hier FBF 610. Wow, so schnell konnte ich das jetzt vorlesen. Auf jeden Fall hier seht ihr das. Es soll so ungefähr sein. Je nachdem, wie ihr eben die Farbe wollt, wählt sie dort so aus. Es kann blau sein, es kann alles sein. Ich finde nur zu rot passt, gelb und weiß ganz gut. Beim Überfüllen würde ich jetzt 1 wählen. Okay, 1%. Ein bisschen wird es dann noch so nach außen. Und mit der Größe, ja, nehmen wir mal 10. 10, 6, je nachdem wie euer Objekt eben von der Dicke her ist, könnt ihr da verschiedene Werte einfügen. Dann brauchen wir nun einen Schatten nach innen. Das scheint jetzt also am Anfang erstmal alles zu zerstören, was man vorher gemacht hat. Aber nur deswegen, weil Photoshop hier standardmäßig die Farbe Schwarz einwählt. Wir machen einen Doppelklick drauf und wählen uns hierbei Weiß aus. Okay. Da brauchen wir noch einen Schlagschatten. Das sieht immer ganz gut aus, wenn die Linie über dem Zauberstab jetzt hier hinweg geht, dass das auch wirklich etwas plastischer wird. Farbe Weiß hier beim Schlagschatten müssen wir nicht unbedingt lassen. Nehmt vielleicht so ein leichtes Gelb, halt je nachdem, was ihr da jetzt für eine Anfangsfarbe gewählt habt. Deckkraft 40% reichen vollkommen aus, das soll ja nicht so ein bisschen also hingedrückt werden. Machen wir es ruhig mal ein bisschen größer, 22%, also 22 Pixel bei 18%iger Überfüllung. Ihr seht schon, wie es hier so wird. Und die Größe, ja, 150 Pixel, oder? Sowas, passt. Dann müssen wir jetzt nur noch, weil wir wollen es ja, dass es ein bisschen plastischer wirkt, wegradieren. Teile davon zumindest müssen wir nun radieren. Das macht ihr hier mit dem Radiergummi-Werkzeug. Wir hätten es gedacht. Wir beginnen hier unten. Da ist schon mal das Erste. Ihr müsst euch nun entscheiden, welche Linie drüber kommt und welche wegradiert wird. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die erste hier zu löschen. Dafür brauchen wir die Deckkraft 100 und ein bisschen kleinere Größe. So. Könnt ihr ja immer wieder ein bisschen so testen. So, ihr seht, ich radiere das Ganze dann einfach mal so weg.
Das bedeutet dann, dass ich jede zweite Linie hier so lösche. Was ich bei euch jetzt noch, euch jetzt noch raten würde, dupliziert diese Ebene. STRGJ einfach klicken, die unterste ausblenden und mit der oberen weiterarbeiten. Denn falls ihr später merkt, okay, eigentlich war das ja gar nicht so klug, die jetzt hier zu löschen. Ihr könnt es auch mit einer Ebenenmaske machen. Wie man eine Ebenenmaske macht, habe ich auch ein Video gemacht, falls ihr jetzt nicht so wisst. Und dann könnt ihr das immer noch nachträglich verändern. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und lösche das so. So macht man es eigentlich nicht, weil damit habt ihr jetzt Pixel zerstört und ja, die sind also zunichte gemacht. So, ich habe gesagt, wir können da noch ein bisschen rumbasteln jetzt, oder ich sage es jetzt. Und das geht folgendermaßen: Ihr nehmt wieder ein Radiergummi-Werkzeug, genau dasselbe, was ihr jetzt habt. Ich habe jetzt hier einfach also so weggeschnibbelt und ich nehme dabei eine Dickkraft von 17. Ein bisschen größer könnte es sein, ein bisschen ist gut gesprochen. Nehmen wir mal 22, zoomen uns da näher und ihr seht, diese Kanten sind doch sehr hart. Deshalb gehe ich hier einmal hin und mache das ein bisschen weich. Es wirkt dann, als wäre jetzt der Zauberstab hier so, ihr seht es, und dann wäre die Fläche da, wenn das Licht hierher kommt, ist ja dort ein bisschen dunkler. Diesen Effekt, ich hoffe, ihr versteht, was ich da jetzt meine. Ich fuchtel hier gerade mit meinen Händen rum, aber das könnt ihr leider nicht sehen. Auf jeden Fall sieht das ein bisschen realistischer dann aus. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich denke, es ist ein ganz netter Effekt. Es sieht recht gut aus, veredelt verschiedene Objekte. Wenn der Zauberstab jetzt nur da so stehen würde, ja, es ist schon schön, aber es, weiß nicht, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen das Richtige, den Pep. Und den Effekt kann man natürlich überall erstellen. Ich habe gesehen, wie es Leute machen, um ein Auto, um eine Hand oder weiß nicht was. Und damit sage ich auch schon wieder Adios für heute. Ich verweise noch gerne auf meinen Zweitkanal, meinem Gaming-Channel. Da kommt jetzt ein bisschen abwechslungsreichere Videos raus. Ich habe mir ein paar verschiedene Spiele rausgepickt und die einfach mal angetestet. Könnte ganz interessant sein, durchbricht jetzt mal diese monotone Borderlands 2 Reihe. Und ansonsten jeden Samstag und Sonntag hier ein Video. Und über Kritik und irgendwelche Kommentare freue ich mich immer wieder. Ja, adios Leute, oder? Ciao und ein schönes Wochenende noch. Adios.